Da aktuell auch viel los ist und wir mitten im Relaunch vom Podcast.de stecken, ist der Vortrag jetzt von Zahlen aus der Podosphäre und ein Blick hinter die Kulissen eines Podcast-Hosters auf Zahlen aus der Podosphäre eingekürzt. Schränke mich da jetzt halt über einen Überblick, eine Zusammenfassung aus diversen Studien, wo mir mein Redakteur Steffen beigeholfen hat. Genau, und da haben wir mal geguckt, was die Studien so für gemeinsame Informationen ermittelt haben und werfen da mal einen Blick rein. Kannst du uns weiter? Da haben wir einiges gefunden und konzentrieren uns halt auf die wesentlichen Punkte. Was ist der Podcast-Markt an sich? Jetzt den deutschen Podcast-Markt gucken wir da im Wesentlichen. Dann, wie werden Podcasts genutzt und von wem? Und dann noch der Aspekt der Werbung, der auch in vielen Studien halt betrachtet wurde. Und dann stellen wir noch ein paar kleine Prognosen auf. Okay. Studien. So, da haben wir vor allem aus dem Umfeld der Öffentlich-Rechtlichen, insbesondere ARD und ZDF, machen da jährlich sehr gute Studien, ordentlich Ressourcen, auch die Audioversum-Studie noch von den Landesmedienanstalten und einigen privaten, der Online-Audio-Monitor. Und dann gab es bei Statista auch noch diverse Informationen, die wir da berücksichtigt haben. Das große Gemeinsame der Studien ist, dass sie den deutschen Markt, also insbesondere halt Deutschland betrachten. Die Zahlen sind recht aktuell. Da hat sich sicherlich noch ein bisschen was getan, aber 2019, 2020 ist Großteil der Studien und dann betrachten eigentlich alle Studien ein Publikum von über 40-Jährigen, was im Podcasting eigentlich auch ja, ein relativ relevanter Faktor ist. Mag sich jetzt auch verändern in letzter Zeit, aber ja, in der Vergangenheit war es bisher so, dass es doch ein Medium ist, was von eigentlich eher einer älteren Zielgruppe genutzt wurde. Können wir jetzt weitergehen? So, mal beim ersten Punkt, Podcast-Markt. Ja, gleich noch eins weiter. Mittlerweile haben zumindest laut Studien es stellt sich so dar, dass etwa 19 Millionen Deutsche Podcasts hören. Da muss man sagen, dass es zumindest selten der Fall ist. Und wenn man dann nur die betrachtet, die es auch ein bisschen häufiger tun, dann reduziert sich das Ganze auf eher, was sind es denn, etwa 8, 9 Millionen. Also 12% der Befragten waren das, natürlich hochgerechnete Zahlen. Aber wir haben definitiv ein großes Wachstum. Seit 2017 hat sich die Zahl der Podcast-Nutzer gut verdoppelt, von 13 auf 27%. Jetzt auf den gesamtdeutschen Markt ist, glaube ich, hoch extrapoliert. Also eine durchaus relevante Zielgruppe oder eine große Anzahl an möglichen Hörern, die man mit einem Podcast erreichen kann, wobei natürlich der einzelne Podcast eher eine Nische in der Regel bedient. Und Podcasts, die jetzt im Millionenbereich liegen, kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen, wenn es überhaupt so viele sind. Können wir auf die nächste Seite gehen, da ist das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter aufgeschlüsselt. Das ist ja von der AD, ZDF. Da wird geguckt, worüber werden die Podcasts gehört. Insgesamt Audio Online zusammengefasst und dann nochmal aufgeschlüsselt in Podcast, Musik, Musik über Streamingdienste und weiter. Zwischen den roten Linien ist jetzt der Podcast-Teil. Da sieht man halt das Wachstum, was aus der Studie einmal vorgegangen ist, die ja auch alljährlich seit zig Jahren durchgeführt wird.
Genau. Und ja, das spiegelt eigentlich ganz schön wider, was wir halt auch sehen, dass da einen kleinen Einbruch nochmal gab, irgendwie 2018 und dann halt das große Wachstum in 2020. Wobei interessanterweise für 2019 hier gar keine Zahlen ausgewiesen sind. Okay, können wir mal weitergehen. So, denn wenn wir jetzt mal altersspezifischer gucken, dann sehen wir, dass bei den unter 30-Jährigen der Anteil der Podcast-Hörer einiges höher liegt. Also eben waren wir ja bei 27%. Bei den unter 30-Jährigen sind wir jetzt sogar schon bei 46%. Was man jetzt eigentlich auch nochmal detaillierter gucken müsste, wo aber eigentlich die Hörer wirklich vom Alter her anfangen, weil es durchaus ein Medium ist, was halt eher bei den Kindern und Jugendlichen noch nicht so verbreitet ist. Genau, und tendenziell legen halt alle Gruppen zu. Die Jüngeren haben halt in einem großen Maßstab. Die Frauen sind auch ganz stark am Aufholen beim Podcast hören. Das war früher, wie wir auch bei Christian schon gehört hatten, ein sehr technisches Medium, was sich dann durchaus auch ein bisschen in der Hörerschaft wiedergespiegelt hat. Und heute ist es in sehr vielen Bereichen auch ein Lifestyle-Medium mit sehr vielen Inhalten, die halt auch nicht technische Zielgruppe ansprechen, was häufig halt dann so ein bisschen auch den Unterschied zwischen einer Reichweite bei Frauen und bei Männern sich wieder spiegelt. So, nächste Folie. Jetzt nochmal runtergebrochen. Wir hatten ja zuerst geguckt, eine Monatsreichweite. Jetzt sind wir runter auf eine Tagesreichweite. Auch da kann man immerhin noch 7% der Gesamtbevölkerung erreichen. Und bei den Jüngeren dann sogar noch doppelt so viel. Das heißt, da sind durchaus 14% der 14- bis 29-Jährigen, die sich täglich einen Podcast anhören. Was denn ein Podcast sein kann, der täglich veröffentlicht wird oder halt mehrere Podcasts, die dann irgendwie in einem regelmäßigen Tonus veröffentlicht werden. Aber die Hördauer im Schnitt ist noch gering. Da sind wir noch bei bescheidenen 4 Minuten laut der Studie. Wenn wir jetzt mal eine Folie weitergehen, dann kann man sehen, dass ein klassisches Audiomedium wie Radio, was bei vielen halt im Büro oder in der Wohnung steht, und im Hintergrund läuft, die durchschnittliche Hördauer halt wesentlich höher ist. Also exorbitant höher als bei Podcasts oder da ist zum Beispiel auch Hörbuch ausgewiesen. Und gerade bei jüngeren Zielgruppen natürlich auch Musik ganz stark, gerade heutzutage durch halt Streaming-Plattformen wie Spotify oder Amazon. Ja, insgesamt haben wir eine Audionutzung von 249 Minuten im täglichen Schnitt. Dann gehen wir mal auf zur nächsten Folie. Oh, wie kommen die Leute an ihre Podcasts ran? Haben wir mal als nächstes zusammengefasst. Ganz klar. Auch eine der großen Veränderungen über die vielen Jahre ist, dass heute das Medium oder beziehungsweise das Endgerät Nummer eins, um auf Podcasts zuzugreifen, die Smartphones sind. Die gab es halt einfach 2004 noch nicht als wirkliche Smartphones. Da waren es dann eher Feature-Phones, die dann auch keine WLAN-Integration unbedingt hatten. Das ist definitiv eine der großen Änderungen, plus natürlich auch noch
dass heute mobiles Datenvolumen einfach sehr viel günstiger einzukaufen ist. Und ja, quasi jeder, der ein Smartphone hat, halt auch einen Datenvertrag hat, der relativ großzügige Anzahl von Daten zulässt und Audio braucht jetzt im Vergleich zu Video beispielsweise auch nicht so einen großen Anteil an Daten. Die Jüngeren nutzen dabei ja ganz klar die bekannten Streaming-Dienste oder gezielt halt auch Podcast-Apps beziehungsweise rundum Apps, die auch eine Podcast-Integration haben. Dann ja, Apps, die entweder schon vorinstalliert sind von den Handyherstellern, sei es Apple oder Samsung, die gerade auch nochmal ein Update verkündet hatten, oder halt die großen Streaming-Dienste. Bei den Älteren ist es durchaus auch noch gang und gäbe, dass die dann über Suchmaschinen auf Webseiten landen oder beispielsweise beim Radio hören, auf Podcasts aufmerksam gemacht wurden und dann auch über die Audiotheken der öffentlich-rechtlichen oder der Privatsender die Podcasts abrufen. Der Konsum erfolgt zum einen morgens, und da wird ja auch viel gemacht bei den Guten Morgen-Podcasts oder auch zum Pendeln, sofern man denn noch zur Arbeit fährt, aber ganz stark ist es auch zu verzeichnen am späten Nachmittag und abends, Unterhaltung oder auch auf der Rückfahrt nach Hause oder dann zur Unterhaltung, ja, wenn man im Heim ist. Da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Die Leute, die Podcasts hören, die tun das auch regelmäßig und die Anzahl der regelmäßigen Hörer, die steigt auf jeden Fall auch, was sich dann letztendlich auch in der Nutzung widerspiegelt, die wir vorher schon geguckt hatten. Dann gucken wir auf die nächste Folie. Da sehen wir dann auch nochmal eine größere Aufschlüsselung, wie der Konsum von Podcasts erfolgt. Bei den Jungen sticht da ganz stark heraus, dass die halt die Musikstreaming-Dienste benutzen. Ich denke mal, da ist ein ganz großer Dienst und der auch letztendlich die Szene vorangetrieben hat. Spotify, die jetzt aber mit ihrem Weg auch nicht unbedingt fürs allgemeine und öffentliche Podcasting zukünftig so förderlich sind. Aber für die Jungen ist es auf jeden Fall ein Weg gewesen, um auf Podcasts aufmerksam zu machen, werden und das halt in ihren Medienkonsum mit einzubauen. Genau. YouTube wird interessanterweise auch immer wieder genannt. Für mich persönlich nicht so 100% nachvollziehbar. Aber ja, laut Studie definitiv auch ein Zugangsweg. Und dann gibt es halt noch die ganzen anderen Möglichkeiten, auf Podcasts zuzugreifen. Was noch nicht so verbreitet ist, sind jetzt Smart Speaker oder sonstige irgendwie Gadgets, die in die Richtung gehen. Wir können mal jetzt weitergehen. Die Studien haben ja letztendlich zwei große Szenarien gemacht. Es sind einmal der Abruf zu Hause und dann nochmal der Abruf unterwegs. Groß was anderes gibt es ja auch nicht. Dann ist der Großteil des Abrufes zu Hause ist Entspannung, Zeitvertreib und Ausgleich. Der Klassiker bei der Hausarbeit, wenn man irgendwie gerade bügelt oder womöglich auch staubsaugt mit ANC-Kopfhörern oder so, klappt es eventuell auch. Wird halt Medium-Podcast hat genutzt. Und wenn wir mal eine Folie weitergehen, die andere Abrufsituation ist dann unterwegs. Von den Pendlern würde ich sagen, am Auto oder halt Leute, die jetzt vielleicht auch längere Strecken zurücklegen, beispielsweise auf einer Geschäftsreise oder so.
Das ist mittlerweile halt auch eine Situation, wo Podcasts genutzt werden, was sicherlich auch sich widerspiegelt, dass viel Wissensinhalte über Podcasts vermittelt werden. Da können wir mal zur nächsten Folie gehen. Formate und Themen. Also neben der Unterhaltung und Infoangeboten sind Nachrichten und Wissen sicherlich auch die wichtigsten Formate. Wobei da auch wieder ein Unterschied ist zwischen Jüngeren und Älteren. Die Jüngeren, die verfolgen häufig auch jetzt Leute, die sie aus anderen Medien schon kennen, sei es YouTube oder meinetwegen auch aus dem Fernsehen. Das sind häufig Comedians. Das ist ein recht beliebtes Thema. Und bei den Älteren sind es dann regionale, lokale Inhalte. Und auch gibt es nochmal einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Die Frauen sind laut Studien häufig für Gesellschaftsthemen oder den Lifestyle-Themen, die ich vorher schon mal erwähnt hatte, an denen interessiert. Und bei den Männern sind dann auch durchaus sachlichere Themen wie Politik und Nachrichten. So, haben wir es auch nochmal aufgeschlüsselt auf der nächsten Folie. Also hier nicht, sondern aus dem Online-Audio-Monitor gibt es auch nochmal ein bisschen nach Altersgruppen und ja, noch mehr Inhalten das Ganze aufgeschlüsselt. So, wir können ja gleich mal weitergehen zum Thema Werbung. Da haben wir jetzt eher Zahlen aus dem US-Markt. Da ist sind die Werbeumsätze explodiert über die Jahre. Für den deutschen Markt ist es definitiv in ganz anderen Regionen aktuell noch. Es wird vermutet, dass sich da auch viel tut. Aber im Vergleich zum US-Markt definitiv ganz anders. Haben wir da Zahlen zu? Vielleicht kriegt er noch spontane Zahlen. Nee, haben wir leider gerade nicht. Podcast-Werbung ist an sich ziemlich interessant, weil die Hörer häufig gut gebildet sind. Und wenn sie dann mit ihrem Studium irgendwann auch mal fertig sind, durchaus auch kaufstark. Deswegen ist es aus Sicht der Unternehmen halt ein interessantes Medium, neben den vielen anderen Dingen, dass die Podcasts halt auch abonniert werden und damit immer wieder gehört werden und dass es direkt ins Ohr geht, dass es ein sehr authentisches Medium ist, was ja mittlerweile auch manchmal gesagt wird, dass es etwas abgegriffen ist, aber trotzdem ist es so. Es ist halt ein tolles Medium, aus Sicht der Unternehmen zu werben. Aus Sicht der Hörer und der Podcastenden stellt sich das dann ein bisschen anders dar. Also Podcast-Werbung ist nicht unbedingt beliebt. Insbesondere wenn wir jetzt darauf gucken, da werden jetzt die klassischen Spots eingespielt, wie man das aus der Radio, aus dem Radio kennt. Dann ist das ziemlich, muss man das durchaus kritisch betrachten. Wir haben ja 61% der Hörer, die versuchen, die Podcast-Werbung zu überspringen. Kann ich persönlich auch durchaus nachvollziehen. 58% ignorieren sie, so gut es geht. Und 13% brechen sogar dabei ab. Also die brechen den Podcast ab und hören den halt nie wieder. Also da besteht für die Podcaster, die Podcasterinnen, für die Produzenten der Podcasts durchaus ein Risiko, wenn sie das jetzt mit der Werbung zu sehr übertreiben oder das falsche Werbemedium benutzen. Ja, können wir eins weitergehen. Da gibt es halt bei den Werbelösungen verschiedene Sachen. Es gibt die Sachen, die ich halt gerade gesagt hatte, dass man über Dynamic Ad Insertion direkt während des Abrufes vermeintlich zielgerichtete Werbung in Form von klassischen Spots in die Podcasts einfügt.
Es gibt die Möglichkeit, Sponsoring-Nachrichten einzubetten, die dann häufig als Ansage der Produzenten gemacht werden. Oder auch Native Advertising, wo die Spots halt von den Podcasterinnen direkt selbst vorgelesen werden. Das ist noch die am höchsten oder am besten akzeptierte Form der Werbung, wo man dann mit seinen Hörern auch eigentlich ganz gut im Einklang steht. Wenn man halt die Art der Refinanzierung oder Monetarisierung seiner Produktion anstreben möchte. Hier haben wir auch nochmal einen Überblick, wo wir das auch mal in Zahlen haben. Genau, da sieht man dann auch das nette Native Advertisement. Ist noch verhältnismäßig beliebt. Genau. Denn nächste Folie. Sorry, Simon. Genau. So, ja, was wir vermuten, dass sich die Entwicklung der letzten 2, 3 Jahre beim Wachstum noch weiter abzeichnen wird. Das dadurch begründet, dass immer mehr von den großen Internetkonzernen eine Podcast-Integration haben. Jetzt hat ja gestern oder vorgestern Facebook gerade verkündet, mal wieder, dass sie stärker Audio unterstützen wollen. Die Ankündigung gab es ja vor ein paar Jahren schon mal, aber diesmal gab es halt auch explizit das Thema Podcast auf der Agenda. Es war ja ganz ursprünglich, gab es das ja sogar mal bei Facebook, aber dann nur jahrelang stiefmütterlich behandelt. Und so kam ja auch Amazon dazu als große Plattform, wo sicherlich noch einiges passieren wird. Das Apples Ankündigung die Woche wird sicherlich auch bei den professionellen Produzenten noch was dazu beitragen, dass jetzt vielleicht größere Verlagshäuser ihre Archive öffnen und die dann als Podcast, ich mache das jetzt hier gerade vor Ort mal mit Anführungsstrichen über meinem Kopf veröffentlichen. Das ist aus unserer Sicht ist es kein Podcast mehr, aber es wird wahrscheinlich dann trotzdem unter dem Aspekt Podcast also befahren werden. Klar, die Professionalisierung, das spüren wir ganz stark, dass neben den vielen privaten auch immer mehr Verlagshäuser und aus ja, jeglichen, haben eigentlich ja, nicht nur Verlage, sondern eigentlich aus allen Ecken kommt jetzt halt, dass Podcasts produziert und veröffentlicht werden und mit ja, sehr professionellen Ansprüchen. Ja, das Wissen ist natürlich immer verbreiteter. Es gibt mehr Hardware, es gibt bessere Software. Die Ansprüche der Hörer sind gestiegen. Also wir sehen da auf jeden Fall eine Professionalisierung im Podcasting. Nicht ausbleiben wird damit auch, dass das Ganze, wenn es jetzt nicht über Verkaufsformate läuft, irgendwie refinanziert werden muss. Da wird sicherlich Werbung stark steigen. Ja, da muss man halt, was wir eben geguckt hatten, gucken, was wird sich da durchsetzen, was funktioniert. Was funktioniert jetzt auch für das Medium Podcasting? Monetarisierung, klar, wenn man so viel Aufwand in seine Produktion steckt, möchte man halt auch schauen, dass man da in irgendeiner Form ja, letztendlich vergütet wird. Also da werden wir sicherlich auch noch einige interessante Entwicklungen sehen. Da haben wir ja so Community-Geschichten wie Steady, oder halt die Werbefinanzierung oder auch Ansätze über, dass man halt zusätzliche Premium-Inhalte selbst vermarktet oder Merchandise verkauft oder. Interaktion, definitiv ein großes Thema. Da gab es jetzt die letzten Monate auch ein paar Startups, die kommentieren zum Beispiel, noch einfacher machen wollen oder auf einen anderen Ansatz bringen wollen.
Das haben wir im blog.podcast.de auch nochmal festgehalten. Falls da irgendwie mehr Interesse an den Themen bestehen, da haben wir etliche Artikel zu veröffentlicht. Genau, ich glaube, dann bin ich auch durch. Ich habe jetzt auch gar nicht auf die Uhr geguckt, aber es passt ja ganz gut. Jetzt sind wir irgendwie bei 26 Minuten. Ja, genau. Falls ihr Fragen habt rund ums Thema Podcasting, wir sind da immer am Ohr. Klar, mit unseren Angeboten können wir euch dann auch unterstützen. Ihr seid auch beim Camp dabei und dort ansprechbar, ne? Ja, genau. Wir machen dann auch nochmal eine Ask Me Anything-Runde zum Thema Podcasting im Allgemeinen während des Audio-Barcamps. Sehr cool. Danke dir, Fabio. Jetzt können wir leider keine Fragerunde mehr machen, weil die Zeit vorbei ist. Aber wie gesagt, wir werden genug Gelegenheit haben, die Fragen noch zu bringen. So, jetzt muss ich mal hier bei mir umschalten. Ich hoffe, ich komme jetzt hier wieder zu meinen Folien zurück.